So, liebe Zuschauerin, ach, dieser Hänger immer am Anfang, Bandicam macht mich manchmal fertig. So, immer wenn ich die Aufnahme starte, dann habe ich am Anfang so für 2 Sekunden Standbild und erst dann startet die Aufnahme. Das vergesse ich jedes Mal. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu PokerMMO hier auf Light Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm und mit Rassler. Wir sind jetzt erstmal wieder auf dem Weg zurück zum Pokécenter. Und dann werden wir uns mal in Devon Corporation umsehen. Wenn nicht allzu viele wilde Pokémon kommen werden. Und dann auch noch als Insekten. So, wir sind vom Level her eigentlich schon gar nicht so schlecht. Unser Team ist auch. Naja, unser halbes Team ist relativ gut. Flamie und Rassler. Der Rest ist nur. Wumpel ist nur ein Platzhalter. Und. Inkada ist nur. Ein Mittel zum Zweck. Ist nur unser Werkzeug. So, war das hier? Irgendwo hatten wir doch jetzt Ärger mit Team Aqua. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Hey, diese Turbodrähte, die haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eines unserer Produkte benutzt. Sehr schön. Ah, freust du dich ja jetzt richtig. Ich denke mal, wir müssen dann wohl erst in den Tunnel hier. Mist. Oh, ein Evoli. Ist ja natürlich auch nicht schlecht. Also mit Evoli hat man halt ein Wasser-Pokémon, ein Blitz-Pokémon und ein Feuer-Pokémon hätte man dann im Team. Aber ich finde, das muss eigentlich nicht sein. So, reden wir mal mit dir hier. Was willst du denn? Brüll. Ich will diesen vermaledeiten Tunnel graben. Okay. Warum tust du das nicht? Pokéball. Oh, ein Flumen auf Level 10. Das ist schon ziemlich nah an uns dran. Oh nein, Flucht unmöglich. Okay, ein großer Fels dort im Weg. Vielleicht könnten wir ihn zertrümmern. Ich frage jetzt gerade, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen erst die Arena machen. Bevor wir wirklich loslegen können. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon stark genug sind für die Arena. Aber wir können es ja zumindest mal probieren. Oh. Also langsam geht ihr mir auf die Nerven hier. Gut, endlich draußen. So ein Mist hier.
Och. Langsam übertreibt es hier. Gut, dass ich Teleport habe. Okay, ich muss also wahrscheinlich tatsächlich erst die Arena machen, bevor es richtig losgeht. Die haben alle ihr Flammy schon auf die erste Entwicklung gebracht. Vielleicht sollte ich das auch tun, bevor ich in die Arena gehe. Aber die hat Gekabo noch. Ja, Gekabo ist aber auch wieder was anderes bei der Arena. Ich werde mal nachsehen. Wenn wir zuerst hier den Trainer, dann sehen wir mal, wie wir so gegen den ankommen. Und dann wissen wir ja, ob wir Flammy schon mal entwickeln lassen sollten. Schon Level 10. Ja gut, da könnten wir gerade so gegen ankommen. Volltreffer. Sehr gut. Aber wir haben leider nicht keine Attacken, die wirklich effektiv sind auf Gestein aktuell. Wir haben weder Wasser noch Feuer noch Kampf. Weder Wasser noch Pflanze noch Kampf. Noch Stahl. Hier wird oh nein. Oh je, das werden jetzt zwei Kämpfe hintereinander. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Mist, da bin ich zu schnell gewesen. Das wollte ich nicht. Na gut, Drassler bringen wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein Level höher. Okay. Das machen wir auch easy weg. Er wird wohl noch einen kleinen Stein haben, denke ich. Ja. Genau. Das wird der andere uns auch direkt sehen und kämpfen wollen. Mist. Da kommt er direkt. Noch Kleinstein. Ich glaube, das können wir noch mit Drassler wegmachen. Aber ich bin dafür, dass wir tauschen. Weil wenn Flammy sich entwickelt, dann lernt es, glaube ich, Doppelkick. Und dann haben wir eine gute Kampfattacke für diese Arena. Brennender Stein. Dann kommt es jetzt auf Level 14. Dann baut es noch zwei Level zur Entwicklung. Ist auch gar nicht so problematisch. Oh, Schnabel. Flugattacke. Ist die effektiv gegen Gestein? Von Heuler. Wir gehen ja doch direkt mit Schnabel aus. Auch nicht sehr effektiv. Naja gut. Also wir mit Glut noch besser. Ja, trotzdem zwei Level, dann musst du das Doppelkick lernen. Alles klar. Gut, da werden wir die Arena-Leiterin jetzt noch nicht herausfordern. Sondern werden erstmal sehen, dass wir Flammy ein Level höher bekommen.
2 Level. Ich habe es auch gar nicht geguckt, das könnte ich auch mal machen. Vielleicht habe ich hier richtig krasse Pokémon. Ja, Spezialverteidigung ist nicht schlecht. Wie sieht es mit dir aus? Okay, das ist auch nicht so schlecht. Also es ist ein gutes Defense-Pokémon. Spezialverteidigung ist voll. Verteidigung ist recht hoch. Initiative. Es darf wohl früh angreifen und hält viel aus. Moment. Oh, wie geil. Dann trainieren wir nochmal Flamli. So. Das dürfte ja keine Schwierigkeit werden hier. Na, wir könnten ruhig ein bisschen schneller Level steigen. Und wir schon mit höherem Level. Hier diese Flurmel in der Höhle, die waren noch relativ hohes Level. Wenn wir in der Höhle mal kämpfen. ...58 EP. Und noch ein Flurmel. Laufen hier in ganzen Herden rum. Dann 40 nur. Oh, und schon wieder eins. Ne, diesmal ein Zickzacks. Ach ja. Dann überlebt er auch noch. So, Kratzer. Und das dürfte reichen. Oh nein. Es ging daneben. Gut, jetzt aber. 60. Ja, noch einen Kampf, da sind wir Level 15. Da müssen wir noch... Oh, Abra! Abra ist auch ein gutes Psycho-Pokémon. Oh, komm. Nutzen wir die Gelegenheit. Hoffen wir das Beste. Mit dem Premierball. Scheiße! Ah, das wäre jetzt schön gewesen. Wenn das noch gute Stats gehabt hätte, das wäre echt klasse. Na gut, Level 15 sind wir jetzt schon mal. Jetzt möchte ich doch hier in der Wiese weiterkämpfen, statt in der Höhle, in der Hoffnung, dass ich noch ein Abra finde und das direkt fange. So ein Abra wäre schon klasse. Auch wenn das nicht in dem... in das Team reinpasst, das ich mir hier gewünscht hätte. Aber immerhin, was wir schon mal haben. Ja, wenn es doch relativ gute Stats hat, dann können wir uns das ja... können wir das ja in der Box lassen, bis wir dann in Kanto sind und dann können wir das da nutzen. In Eco. Einfacher trockener Samen. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Samen sollen. Na komm. Gut so. Abra, jawohl. Komm, das fangen wir jetzt.
Scheiße. Ach, wie ärgerlich. Ich will jetzt nicht all meine Pokébälle für einen Abra rauswerfen. Wenn ich noch einen Abra treffe, dann werde ich das versuchen, mit dem Superball zu fangen. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann ist Schluss. So, nochmal schön Glut. EP. Noch ein Flurmel. Sehr gut, bald entwickelt sich Flemly. Dann bekämpfen wir die Arena. Nach den 40. Ich würde sagen, noch so 3 oder 4 Kämpfe. Komm, One Hit. Sehr gut. Dieses Normal-Pokémon finde ich irgendwie am nervigsten. Kader auf Level 8 sogar. Machen wir aber auch schnell weg. Ja, härte dich so viel du willst. Bringt dir eh nichts. Wie viele EP? 74. Nice, eins noch. Abra, okay. Probieren wir es. Letzter Versuch, ein Abra zu fangen. Sehr schön. Sehen wir uns gleich mal die Werte an. Jetzt gehen wir mal hier so langsam Richtung zurück. Und hier. Gut. Das ist unser letzter Kampf, um das Level zu steigern. Dann entwickelt sich Flemly jetzt. Richtig nice. Ich werde die ganze Zeit angeschrieben, ey. Okay, der Gyrol fand da irgendwas lustig in der neuen Minecraft-Folge. Muss ich mir gleich nochmal ansehen, was der da meint. Sandwirbel weg. Keine Ahnung, wie viel der Folge das jetzt ist. Ist halt jetzt die vom 30.10. die Folge. Aber bevor ich diese Folge hier beende, will ich jetzt noch die Arena-Leiterin besiegen. Gut. So, werden wir am Anfang mit Drassler kämpfen. Danach Jungklut. Das schaffen wir jetzt. Komm. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaros City. Ich bin Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen.
Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Sicher. Okay, die setzt ihr Top-Pokémon als erstes ein. Das ist ein Problem. Da muss ich wohl jetzt schon direkt auf Jungblut wechseln. Ach, jetzt habe ich mir die Stats von Abra gar nicht angesehen. Oh, Felsgrab. Initiative sinkt. Ah. Aber Doppelkick haut das jetzt raus. Ah, scheiße! Will mich doch verarschen, oder? Aber das macht nichts. Das ist sehr effektiv. Sehr schön. Ja, sehr effektiv. Sinnelbeere. Das ging daneben. Gut, jetzt noch einmal Doppelkick. Oh, Felsgrab. Doppelkick, so. Na, was hast du auch? Jetzt noch eins. Kleinstein, easy. Dann haben wir die Arena besiegt, die Arenaleiterin. Und den Orden gewonnen. Das ging sehr schnell. $1140, nice. Den Steinorden erhalten. Erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. Die haben 39, das muss der Felsgrab sein. Ja, genau. Sie richtet nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative. Sobald du eine TM aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal beigebracht werden kann. Der Einsatz will also überlegt sein. Natürlich. So. Sehen wir uns mal an. Die Stats von Abra. Komm, jetzt was richtig Geiles. Okay, also KP sind gut und Spezialverteidigung ist auf jeden Fall sehr gut. Ah, so schlecht ist das nicht. So. Das da? Sehe ich auch so. Wir beenden hier die Folge. Bis zum nächsten Mal bei PokéMMO hier auf Red Butterfly Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.